Hallo und herzlich willkommen zu Society Update. Mein Name ist Shadi Puyasari und ich freue mich sehr, dass Sie heute zugeschaltet haben, denn ich habe einige Society Highlights vorbereitet. Und wir starten gleich mal mit der Krönung des Jahres, nämlich zwei Tage vor der lang ersehnten Krönung von König Charles III. Herrscht in ganz Großbritannien Ausnahmezustand. 67 Millionen Briten sind wieder einmal im absoluten Royal-Fieber, was aber die wenigsten wissen. Laut einer düsteren Legende bestimmen die bekannten Raben, die im Tower of London wohnen, ob das Königreich untergeht. Er ist einer der beliebtesten Touristen-Hotspots Londons, fast 1000 Jahre alt und das Symbol für die stolze Nation Großbritanniens, der Tower of London. Abgesehen von den wertvollen englischen Kronjuwelen, die hier aufbewahrt werden, ist der 1086 von Wilhelm, dem Eroberer, erbaute Tower vor allem für seine Raben bekannt. Aber kaum jemand weiß, was es mit den schwarzen Vögeln auf sich hat und wie wichtig sie eigentlich für König Charles III. Regentschaft sind. Denn eine jahrhundertealte Legende besagt, dass das britische Königreich untergeht, wenn die Raben den Turm verlassen. Daher werden seit jeher immer mindestens 7 der schwarzen Vögel im Tower gehalten. Verlassen nur 2 den Turm, es dürfen niemals weniger als 6 sein, ist die Monarchie Geschichte. So die Legende. Und diese nehmen die Briten ziemlich ernst. So haben die Tiere einen eigenen Rabenmeister, der sich um sie kümmert und sogar bei ihnen wohnt. Wie ernst zeigte sich auch 2006, als die Vogelgrippe damals Großbritannien bedrohte, hielt man die Raben vorübergehend im Inneren des Towers, um sie vor einer möglichen Ansteckung zu schützen und so den Untergang des britischen Empire zu verhindern. Eine von Nirvana-Frontman Kurt Cobain einst auf der Bühne zerschmetterte Gitarre wird in diesem Monat in den USA versteigert. Das legendäre Instrument soll bis zu 80.000 Dollar einbringen. Das Instrument wurde wieder zusammengesetzt, kann aber nicht mehr gespielt werden, so Cody Frederick vom Auktionshaus Julian's Auctions gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Frederick erwartet, dass die schwarze Fender Stratocaster bei der Auktion bis zu 80.000 Dollar erzielen könnte. Die Gitarre wurde von allen 3 Mitgliedern der legendären Grunge-Band Nirvana signiert, die durch Hits wie Smells Like Teen Spirit oder Come As You Are Anfang der 1990er Jahre berühmt wurde. Die Risse durch das Zerschmettern der Gitarre bleiben sichtbar. Dieses gebrochene Element von diesem gebrochenen Musiker sei bezeichnend für die damalige raue musikalische Ära, erklärte Frederick. Kurt Cobain war eine Maschine, wenn er auf der Bühne war, wenn er gespielt hat. Der Mann war wütend und das war auf der Bühne zu spüren, sagte Frederick. Diese Wut habe sich auch in der Art, wie er seine Instrumente behandelte, wiedergespiegelt. Und bei Tesla gibt's wieder Neuigkeiten. Der erste E-Pickup des Elektroauto-Pioniers Tesla wird laut Plan noch im Sommer in Massenproduktion gehen. Im Herbst sollen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Am Tesla E-Pickup werden nun die letzten Tests durchgeführt. In wenigen Monaten sollen die ersten Cybertrucks von Tesla vom Band laufen. Der E-Pickup soll im dritten Quartal 2023 in den Handel kommen, auch in Europa. In den vergangenen Wochen haben sich die Testfahrten gehäuft. In Kalifornien wurde das Fahrzeug bereits im öffentlichen Straßenverkehr gesichtet. In Fremont, Kalifornien, drehte der Cybertruck auf einer Teststrecke vor wenigen Tagen seine ersten Runden. Und in Austin, Texas, laufen bereits die Tests in einem Windkanal. Das Interesse am ersten E-Pickup von Tesla ist riesig. Bis Ende 2022 sollen 1,5 Millionen Vorbestellungen für das Fahrzeug eingegangen sein. Ursprünglich wollte Tesla den Cybertruck schon 2021 auf den Markt bringen. Der Produktionsstart wurde aber immer weiter nach hinten verschoben. Fraglich ist auch, wie viele der Vorbestellungen letztlich in einen Kauf münden. Und das war's auch schon mit der heutigen Society Update Sendung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn Sie morgen um 18 Uhr wieder zuschalten. Bis dahin, machen Sie's gut.